Ultradimension. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Pixelmon Let's Play von mir. Wir sind hier gerade bei einem Wrack, wo wir noch eine Kiste haben. Die letzte Kiste haben wir, glaube ich, geplündert. Und ich habe ja viel. Das geht gar nicht. Kiste aufwachen. So, danke schön. Ja, genau. Wir haben ja nach Leder gesucht und nach Wolle. Und genau, hier haben wir noch nicht rausgenommen, aber sie schon mal angeschaut. So, einfach mal alles rausnehmen und unser ganzes Inventar schon wieder voll machen. Hey, Gottchen. Wie man einfach nicht raufkommt, wenn diese blöden Platten im Weg sind da. Diese, ja, sag schon. Einfach Falltüren, genau. Blöde Platten, die nicht Platten sind, sondern Falltüren sind. So, ich bin eben noch kurz zurück gewesen, habe die Sachen hingetan in die Truhen, sind sortiert und habe noch Beeren geholt, die wir angepflanzt haben, oder ein bisschen gesammelt. So, ging einige Zeit, ja, und wir müssten eigentlich jetzt schon wieder zurückgehen. Gehen wir doch kurz nochmals zurück. Also eben, die Bäume haben jetzt langsam, ja, nicht mehr so viel. Also neue Früchte, ja, voll verwirrend. So, also, genau, wir müssen da mal ein paar Sachen reinstecken. Was ist jetzt hier in Hyperball reingetan worden? So, nein, Fisch muss nicht hier rein. So, KP Plus, aber so Sachen kann man auch gleich dann irgendwann mal nutzen. So, ein Film. Filme. Also hier haben wir ein paar Bücher, wir haben eine leere Karte, da haben wir schon vier, okay. Und Knochenmehl, genau. Dann ein bisschen Nahrung. Eure Nahrung kommt ja oben hin. So, wir können gleich schon mal weitergehen. So, wir haben ja nämlich hier den Wegpunkt K1, das heißt einfach kurz, jo, zurück oder so. Einfach ein kurzer Wegpunkt 1. Und ich habe das Boot eingesammelt. Jetzt müssen wir langsam wieder Tag machen, weil wir brauchen ja wieder, ja, diese, ja, Schafs-Pokémon. Wooly heißt eines, das ist das Neuere. Es gab ja Voltilam, genau, Voltilam und Vati. Stimmt, dass ich das noch weiß. Oh, geil. Ja, also, ich weiß gar nicht, ob wir Kokos jetzt haben. Ich habe gar nicht nachgeschaut so richtig. Werde ich auf die übernächste Folge machen. Ich mache jetzt eigentlich zwei Folgen pro Aufnahmesession. Und es läuft eigentlich gut, weil meine Sucht ist natürlich größer. Ich möchte mehr Folgen machen. Aber meine Festplatten sind halt nicht so groß. Also die sind halt mit Spielen vollgemüllt oder mit Videos, mit Backups und so Sachen. Und da kann ich natürlich nicht immer so viel Videos auf einmal machen. Leider. Aber vielleicht kann ich mir bald eine neue leisten. Jetzt momentan läuft einfach alles ein bisschen schief mit den Finanzen. Die Leute, die mir helfen sollten, machen einfach gar nichts mehr. Weiß es auch nicht. Es ist Ostern. Sind alle krank im Bett. Oder machen einfach Osterferien. Hier ist ein Woli. Oder Vati. Nein, ein Woli. Ein Vati ist ja das Pinke. So, wir müssen da nicht nur töten. Katapult ist der Angriff, okay. Dachte schon. Ich würde damit angreifen, aber ist mit Steinpolitur, aber nein. Das glaube ich mit der Verteidigung irgendwie nach oben machen. Etwas. Jo. Also Wolle haben wir eigentlich genug. Jetzt brauchen wir eigentlich noch Leder. Ist ein bisschen hoch, die Pokémon. Ja, ja. Safcon könnte ich eigentlich besiegen. Aber wir sind jetzt Level 12 mit dem. Es wäre gut gegen Safcon. Carpador. Ich wette, Carpador braucht sehr lange mit Tackle. Weil wegen Härtner. Ja, es geht eigentlich. Oh, Crit. Oder? Ja, Volltreffer. Wieso heißt das immer noch Volltreffer? Ich dachte früher so, ja, Crit. Oder? Jo, wer hat denn bessere?
Möglichkeit. Aber ein Volltreffer, weißt du, du triffst nie voll, wenn du den Gegner mit einem, also nicht einem Angriff, der nicht daneben gehen kann oder so triffst oder so. Nein, aber ein Volltreffer, wenn es ein Volltreffer ist, dann ein Wummel. Was gibst denn du für Items? Ist ja nicht so stark, oder? Das ist ein Diebeskuss. Tut AP generieren, okay. Gibt's nicht noch andere? Blutsauger-Attacke, genau. Absorber. Ich kenne mich noch aus. Zucker. Ja, Zucker ist eigentlich klar. Und Fäden. In Endivie. Das ist eines dieser Pokémon, die ich irgendwie gehasst habe. Als Starter-Pokémon. Ich weiß nicht, es sieht einfach nicht schön aus. Es sieht für mich aus, als würden die Pokémon-Hersteller irgendwie keine Lust mehr gehabt haben und einfach eine Frucht, nein, ein Gemüse, sorry, genommen haben. Ja, ich wusste, dass ich schnappen kann. Oh, wusste ich, also, ist gar nicht mehr so im Kopf gehabt. Geht alles schmaler. Oh, Ponitas. Rasierblatt, endlich. Ist 95 Trefferchance. Ja, komm. Und einen Farn. Es gibt einen Farn dazu. Oh. Also eine Endivie ist ja eigentlich ein Salat. Aber es sieht überhaupt nicht nach dem Endivien-Salat aus. Es sieht eher aus, als würde es ein Ding sein, ein Kohl, oder? Aber es ist so mega, Level 2, lol. Es ist halt so mega befremdlich. Als würden wir nicht wissen, was ein Endivie ist, oder? Aber ich glaube, im Englischen heißt es das mit Kohl. Boah. Das sind fast die schwächsten Fan-Pokémon, aber so mega viel. Ja, ist Level 15. Schade. Level 16 könnte ich vielleicht noch besiegen, aber nicht mit dem Einsatz-Pokémon. Was ist das denn noch, Carpenter? Ich glaube, wir brauchen noch Leder. Oder haben wir Leder genug und Wolle was? Ich glaube, ich probiere es einfach mal zurückzugehen. Wir sind ja hier beim Wegpunkt. Und das mal zu craften. Lieber jetzt als nachher. So, also. Ja, wir brauchen halt viele Sachen hier. Haben wir noch irgendwie... Da haben wir noch ein paar Eisen. Ja, wir haben noch ein bisschen Sand. Mache ich mal 22 rein, das reicht. So, haben wir noch ein paar Loot für hier drin? Nein, nicht. Ah, Leder war wirklich zu wenig, oder? Mist. Ach, mein Oh. Wir müssen doch Leder haben. So, also jetzt nochmals kurz resetten den Spawn. Dann kommt sicher so ein blödes Leder-Pokémon. Vielleicht übersehe ich auch ein paar, weil sie noch nicht so gedroppt sind. Hier ist so ein Schwein. Bist du ein süßes Schwein? Ja, mega süß. Zum Kotzen. Voltoball gibt kein Leder. Der gibt wahrscheinlich Eisen. Ja, ich könnte ihn zwar schon besiegen, mal kurz schauen, was er da gibt, aber er könnte Explosion oder so drauf fahren. Na, Kli, du schaffst ihn, oder? Du bist sicher Boden. Okay, dann Katapult. Ultraschall. Wie je. Was ist denn Ultraschall? Ist das normal? Nein! Mein armes. Knopfenster, du tust es paralysieren. Ja, schlafen, ja. So, schläft, okay. Dann setzen wir nochmal das Ding an. Ich möchte gerne dich fangen. Ich glaube, ich fange dich später dann nicht mehr. Oh, heute wird ein bisschen Pokémon runtergenommen.
Aber Voltoball, ich weiß gar nicht, ob ich jemals einen Voltoball im Team hatte. Ich denke schon, aber nicht gerade sehr motivierend. Also in den ersten Versionen, Gen 1, habe ich eigentlich immer Pikachu genommen. Was gab es denn für andere Elektro-Pokémon früher? Also low-levelig. Ich habe eigentlich dann immer Blitzer genommen, stimmt. Also Pikachu habe ich nicht immer dabei gehabt. Ich dachte, Blitzer wäre immer stärker, ist das eigentlich auch, oder? Ja. Ein Radfratz. Komm, du wirst bald zum Garados, komm schon. Besieg das Radfratz Level 3, komm schon, bitte. Und du gibst verrottetes Fleisch, okay. Oh, was wollte man? Ja, genau, ein Rettern. Wo bleiben denn die Spawns? Hey, muss ich schon wieder nach oben mit den Spawns? Ja, aber das Ding, das ist ein Cortini. Eine Blume. Ja, du bist zu hoch. Boah, hier spawnen gerade mehrere auf einmal. 14, okay. Ja, ich tu mal dich nehmen. Tu mal schauen. Ja, das ist so unmöglich. Bautz, komm. Bautz, du schaffst es. Okay, Stärke hat er schon. Stampfer. So, wunderbar. Und Leder, danke schön. Und braune Keramik, wow. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Stein voll in die Fresse. Ja. Kann ich gegen dich kämpfen? Da ist ein Wuli, vielleicht nochmal Sohle nehmen. Jawohl, die Lamm. Oh, ist vielleicht ein bisschen stark so, aber ich weiß nicht, ob ich überhaupt gewinnen gegen das. Jumper, du hast doch eine Elektro, also Paralyse, Abwehr. Ja, sehr gut. Dann tun wir doch Biss, beißen, immer schön beißen. Oh Gott. Das hat schon sehr wenig Level. Ich tue das jetzt noch ein bisschen opfern. Wieso ist Donnersch... Ah, Donnerschock. Schon eine Wirkung, klar. Auf Boden-Pokémon dachte ich. So, ja. Jetzt ist es tot. Also jetzt setzen wir Bautz ein und... Ja, machen wir das hier schon. Heckel gut. Und... Ja, sehr schön. Oh, wie schnell... Wie schnell wir einfach die Pokémon, jo, Low Life haben. Hä? Komm schon, noch ein einziges. Du dieses Bissbark, Terrybark, okay. Nein. Keine Bissbark. Kein Beißer. Ich weiß gar nicht, ob Radikal. Ist das hin? Ist Level 21, also würde das nicht klappen zu besiegen. Ja, ich müsste jetzt so langsam echt mal ja, ein gutes Leveling-Pokémon für den das Carpador. Level 7, das schaffst du wahrscheinlich auch nicht selber. Auf Fensa, komm schon. Ich möchte eigentlich noch ein Voltilam fangen, stimmt? Oh nein, nicht Donnerwelle. Oh. Ich muss es mit Giftbude machen. Ich mag Gift echt nicht. Das ist irgendwie nicht so gut gemacht. Dass es elend lange dauert und so wenig immer abzieht. Ich habe immer Toxin eingesetzt. Ich weiß noch, liebte das, weil ich es selber hasste. Und Hextoxin war dann wirklich stark ab und zu. So. Jetzt aber. Also das Pokémon fangen geht irgendwie einfach momentan noch, weil die Fangraten halt noch gering sind. Aber ob ich jetzt wirklich gut irgendwie jo, damit irgendwie etwas machen kann mit den Pokémon, relativ früh, ja, ist halt fraglich. Also ich möchte jetzt lieber nicht so viele fangen und dafür sie einfach nutzen können, als irgendwie,
Jo, so viel fangen und später dann einfach keine Lust mehr drauf zu haben. Eine Kuh gibt doch Leder, oder? Komm schon, eine fette Kuh. Oh, Schaden. Okay, Angriff wurde geschwächt. Oh, die kann sicher Walzer. Also, wir müssen tauschen. So, auch wieder vergiften. Ja, Walzer. Okay, Larven? Mist. Larven, oh gut. Wickel. Ja, knapp. Schlaf gut. Oh, ausgewichen. Oh, blöder Walzer, ey. Wickel. Gut. Oh. Mann, es wird so knapp. Unerwartet knapp. Okay, Karpator Level 27. Ja, also Militanks sind unsere Pokémons. Oh, die Glocke mag es nicht mehr. Was könnten wir? Wir könnten etwas anpflanzen und dann später holen. So. Und dafür wieder zurückgehen. Wir haben es geschafft. Endlich. Lager 1 was. So, Dankeschön. Nochmal schlafen. Ich spawne mitten auf dem Bett. Wieso habe ich das Bett überhaupt hier hingesetzt? Weil ich faul war. Also, zuerst mal. Ruck. Ruck. So, jetzt. Der Ruck, nicht der Ritzk. Ritzk. Ja, aber ich möchte nur den Standard. Ich möchte keinen Wolf-Rucksack. Ja. Hier. Fehlende Items. Ein hellblauer Schlafsack. Ah, da tun wir ein paar Sachen hier rein. So. Und dann kurz schauen wir den Pokémon-Items, genau. Und dann haben wir hier noch einen Block. Einen blöden Block. Der ist unten, oder? Wo sind Blöcke? Hier. Gut. Blöder brauner Keramikblock. Also wunderbar. Genau, wir brauchen weiße Wolle, wir brauchen schwarze Wolle. Wir brauchen das so anzuordnen. Das ist aber Obsidian, glaube ich. Schwarze Wolle. So und so. Gut. Also, dann brauche ich das Rezept nochmals. So, und wir haben den Rucksack. Also, dann gehört die Glocke hier rein. Leder gehört hier rein. Die Wolle möchte ich auch lieber hier rein tun. Aber das Obsidian, ja, doch, das Obsidian auch. Granit können wir mal hoch. So, gewisse Sachen können wir mal hoch machen. Zuerst mal das Holz. Die Truhe kann auch hier rein. Und dann mal ein paar Blöcke rein. Naja, die Wolle möchte ich unbedingt hier unten machen. Die brauche ich wieder. Zuck könnte eigentlich auch mal hoch irgendwo. Ein Farn, mehr Glas, noch Gold. Und ich glaube, die Smaragd und so. Die drei Pokébälle möchte ich gerne hier lassen. In der Mitte. Dann tue ich doch mal das Essen noch rein. Und ja, die Dinge. So, genau. Und so langsam müssen wir auch ein, ja, bessere. Aber wir haben ja noch Eisen. Wir könnten eine Spitzhacke machen. Also jetzt meinen wir. Gehen wir in den Stollen. So. Und hier haben wir ja noch die Items, genau. So. Und die Items machen wir in den Rucksack rein. Schön. Dann haben wir hier Bauxit. Das können wir noch nicht abbauen, glaube ich. Ja, ich muss jetzt mal noch eine Eisenspitzhacke machen.
Jetzt haben wir nichts. So. Oh, bin ich froh, wieder zu meinen. Also, jo, machen wir das später. So, wir haben noch mehr Eisen. Bin ich froh, einfach, ja, hier in Pixelmon zu meinen. Einfach weil ich es von damals noch kenne, war manchmal echt cool. So mit den, sag schon, mit den Ausgrabungen da. Jo. Fossilien, genau. Einfach krasser manchmal gewesen, sehr, sehr spannend. So, ich möchte gerne ein paar Sachen abbauen können. Jetzt kommt alles Gravel wieder runter. Ne? Knapp nicht. Jo, hier haben wir schon mal. Feuerstein. So. Dann einfach das Eisen mal mitnehmen. Und dann halt nochmals hin teleportieren, meine Güte. Okay, wir können ja eigentlich nochmals das Holz abbauen, stimmt. Von den Stollen. Das ist immer das Tolle, auch im normalen Minecraft. Man kann einfach bei den Stollen noch ein bisschen Holz holen. Aber sonst eigentlich irgendwie nirgendwo. Es ist immer so, oh nein, wir haben vergessen, Holz mitzunehmen. Wir können kein Crafting Table machen. So ein Stein-Crafting Table wäre mal etwas. Also ich denke langsam. So. Jetzt sicher. Ja. Gut. Also, wir brauchen eine bessere Spitzhacke. Ich glaube, so langsam kann ich die aber auch wegwerfen. Ich da mal hier hinten rein. So. Weil wir werden mehr als genug Eisen finden. Wenn wir auch danach suchen. Aber so Pokémon. Nebenbei, das lenkt so mega ab. Man ist einfach noch ganz am Anfang. Das ist so heftig. Oh. Die können wir eigentlich jetzt auch abbauen, da wir eine Eisenspitzhacke haben. Da haben wir noch mehr Eisen. Ist ein mega Stollenteil, ja? Als Level 12 Kleinstein kann ich halt mit dem Körper da nicht fangen, besiegen. Aber ich kann es mit dem Bautz nochmals. Ich hätte das Knuffen zu nehmen sollen, aber das hat ja noch keine geschwächt irgendwie. Elektroattacken wurden geschwächt. Wir können durch. Das ist ein Spawner. Ich sei ein Spawner. Oh, das ist wieder dieses aggressive Pokémon. Der Spawner möchte ich besiegen. Wie einfach der Spawner direkt vor mir ist. Ja, gut. Gut. Schön. Schön ist halt die Kleine. Hä? Und das kann man nur bei Spawner dann bekommen? Ist ein bisschen doof, aber... Ja gut, wir werden sicher noch Spawner finden und dann fangen können. So. Aha. Waren wir hier unten schon, oder? Ich denke, wir waren hier. Weil hier eine Fackel liegt. Oder sitzt oder steht oder ja. Okay, Silbererz. Können wir auch schon abbauen. Sehr gut. Ja, sehr, sehr cool hier unten. Mir gefällt es, so ein bisschen zu erkunden. Also die beste Motivation ist wahrscheinlich einfach das zufallsgenerierte Zeugs. Also dass man so einen Stollen halt nie gleich sieht. Es ist klar, es ist, da ist die Generation ist ziemlich gleich immer wieder. Aber ja, man muss den Stollen halt immer wieder erkunden, weil er anders aufgebaut ist von der Form. Und das ist auch das Coole.
Wir machen Stollenerkundungen sehr Spaß. Ich werde heute vielleicht auch noch livestreamen können. Also ich weiß nicht, ihr werdet es wahrscheinlich gestern gesehen haben, wenn es überhaupt stattfindet. Wo ich einfach nochmal so ein bisschen von meinem Minecraft-Server spiele und dort eventuell Zeit habe, ein bisschen Stollen zu erkunden, weil ich ja immer noch diese rohen Eisen- und Kupferblöcke suche selber. Also eine Challenge. Aber sie sind leider viel zu selten. Also ja, ich will es ja nicht zu lange machen, aber nein, ich möchte ja leveln und deshalb muss ich ja auch ein bisschen meinen, weil es jo, sonst einfach ein bisschen zu schwer ist, sondern einfach Brunzel. Hier ja, braucht man eigentlich ja die Level fast nicht, oder? Also man bezaubert schon die Items, klar. Aber nicht so dringendst oder nicht so Schwerter und Bögen. Und deshalb, ich weiß gar nicht, wenn man eine Angel hat, kann man die auch verzaubern? Also ich habe ja eine Angel, also ich habe ja schon mal gezeigt, wie das Angeln geht. Und ja, können wir auch mal ein bisschen angeln dann. Eigentlich um das Garados zu trainieren, also das Apator noch. So. Okay, bald ist der Part vorbei. War ein toller Part. Also es war ein bisschen langweilig, klar. Wenn nicht so viel noch läuft. Also es geht einfach nicht. Das Leder hat ein bisschen Zeit beansprucht und das meinen jetzt hier. Aber ja, war dennoch. Oh, hör bitte auf. Musst du so jammern? Nein, Jeff. Diese Lobsumme. Dicta, komm schon. Dicta kann ich besiegen mit dem Carport. Mega Fisch. Schön, dass wir ein fettes Carport haben. Da unten ganz viele Minen. Ganz viele Stollen. So, wunderbar. Und wie viel? Wassererde, grobe Erde. Wie viel hast du jetzt bekommen? Ich habe gar nicht gesehen. Zusammenfassung. Ja, nicht so viel. Schade. Wir waren ja schon Level 17 mit dem Kapitel. Ja, soll ich jetzt auch dort runter gehen? Ich will ja eigentlich nicht betrügen, aber wenn man das schon gesehen hat, dann hat man es gesehen. Ich will unbedingt noch den Sturm hier unten erreichen. So. Hallo, Pipi! Nochmals ein Diktator. Ah, das ist ein Flurmel oder Fluffel oder wie heißt das? Flurmel, ja. Krass. Ich habe gar nicht so gut erkannt. Also, dann nochmal so ein paar Wuckeln. Zwei. Ja, 64, gut. So. Also, gehen wir zuerst nach oben. Hier haben wir mal Gold. Sehr schön. Oh. Ich wollte eigentlich diese noch nicht mitnehmen. Auch diese Amethysten, ja, funkeln mich jetzt gerade an. Sehr schön. Trotzdem mitnehmen. Gut, dann haben wir mal ein Wasser zu stopfen. Was ist das hier? Ah! Lun, irgendwas mit Luna. Luna Mond. Ich weiß es nicht mehr. So, noch ein Eisenflöz. Und Bauxit hätten wir auch noch hier. Ich weiß nicht, wie viel Bauxit man braucht, aber ich weiß noch, das ist relativ schlecht, wenn man einfach Bauxit-Hammer oder so macht. Aber die können wir jetzt langsam auch herstellen und auch der Amboss und alles. So langsam haben wir das Material, ja. Und dann können wir Pokébälle craften.
Da kann man die guten Bälle auch so einfach craften. Okay. Krass, wie viel Eisen. Das macht es also ein bisschen einfacher. So. Also. Lunastein, ja. Nicht Luna Mond, sondern Lunastein. So. Also. Machen wir noch kurz. Oder ja, machen wir hier einen Cut. Dankeschön fürs Zusehen. Und ja, viel Spaß noch. Weiterhin. Tschüss.